Guten Tag, schön, dass ich Sie sehe, Frau Obermeier. Ja, Sie sind... Ich bin Tim Süß, ich bin Autor, ich hatte mich gemeldet bei Ihnen. Ja, der Schreiberling, ja. Genau, ich freue mich sehr, dass auch der WDR mal Zeit für mich hat und gerade die erlauchte Hörspielproduktionsabteilung, dass Sie ja, gerade jetzt, Zeit... Ja, meine Zeit ist kostbar, kommen Sie zum Punkt, junger Mann. Also, ich habe ein Hörspiel entwickelt und ich würde das gerne mit dem WDR zusammen produzieren. Es ist eine großartige Geschichte, Emotionen, Spannung, Drama und wird sie vom Hocker reißen. Schön und gut, das sagen alle, die hier reinkommen. Was haben Sie mir denn konkret mitgebracht? Also, das Ganze spielt in Paris 1974. Es ist die Zeit des Kalten Krieges und zwei alte Freunde treffen sich auf einer Fahrt in den Westen wieder. Ich habe Ihnen da was schon vorbereitet. Ja, dann also, je anschaulicher, desto besser. Okay, dann fangen wir das mal an. Stadt der Lügen. Ein Hörspiel von der Geschichtenkapsel. Live. So, da sind wir, die sowjetische Botschaft von Paris. Sie können reingehen, Genosse Nikolajew. Der Empfang wird Sie reinlassen. Ich komme gegen 1 Uhr wieder und hole Sie ab. In Ordnung. Passen Sie auf, der Fußweg ist wahrscheinlich sehr rutschig. Danke, dass Sie mich gefahren haben, Genosse Sorokin. Nichts zu danken. Was für ein Schneetreiben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Vergessen Sie Ihre Einladung nicht. Guten Abend. Sie wünschen? Guten Abend. Bin ich hier richtig am Neujahrsfest der sowjetischen Botschaft? Sie sind in der sowjetischen Botschaft. Ihr Name? Nikolajew. Julian Sidorowitsch Nikolajew. Ich habe diese Einladung bekommen hier. Ihr Ausweis? Ja, natürlich. Moment. Bitteschön. Ist alles in Ordnung? Herzlich willkommen, Genosse Nikolajew. Sie können ihn hereinlassen, Oleg. Er ist auf der Liste. Hier entlang bitte. Die Treppe hoch, dann durch die große Tür im Zwischengeschoss. Danke. Kommen Sie herein, kommen Sie herein. Darf ich Ihnen Ihren Mantel abnehmen? Danke. Und was möchten Sie trinken? Ich nehme ein Glas Weißwein. Kommt sofort. Bitte nehmen Sie sich etwas vom Buffet. Wir haben Kaviar und eine hervorragende Käseplatte. Schau mal, Bogdan, es ist der nette Herr aus unserer Gruppe. Guten Abend, das ist ja eine Überraschung, Sie hier zu sehen, Genosse. Nikolajew, Julian Sidorowitsch. Ach ja, von unserem Spaziergang heute Morgen. Guten Abend, oder soll ich sagen,
Bonsoir. Bogdan Mironovic Frolo. Und das ist meine Frau, Varinka Indarovna. Sehr erfreut. Bitte sehr, Ihr Weißwein. Darf ich Ihren Mantel abnehmen, werte Genossin? Das wäre sehr freundlich von Ihnen, danke. Und was schlägt Sie in die sowjetische Botschaft? Ehrlich gesagt war ich selbst etwas überrascht über die Einladung. Mein Vater hat Beziehungen zum Außenministerium. Vielleicht liegt es daran. Ich bin eigentlich nur zum Urlaub hier. Aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Sind Sie auch im Hotel Renard einquartiert? Ja, im zweiten Stock. Gemütliches Plätzchen. So intim mit all diesen kleinen Eiffeltürmchen. Und was machen Sie beruflich, Julian Sidorowitsch? Ich bin Maschineningenieur. Ah, eine wichtige Stütze unseres Landes. Sehr gut, sehr gut. Agrarmaschinen? Industrie? Weder noch. Militärische Konstruktionen. Ich verstehe. Bitte, Bogdaschan. Es ist Silvester und wir haben Urlaub. Also lass die Arbeit doch dort, wo sie hingehört. Zu Hause. Das Konzert fängt gleich an. Du hast ja recht, Varya. Ich wollte mir ohnehin noch einen Happen zu essen holen. Julian Sidorowitsch, Sie entschuldigen mich. Ein Konzert? Ja, eine junge Pianistin aus Moskau. Wir haben sie im Flugzeug kennengelernt. Genossinnen und Genossen, werte Gäste, ich begrüße Sie herzlich zum Neujahrsempfang der sowjetischen Botschaft. Vom alten Jahr 1974 ist nur noch ein kleiner Rest übrig und diesen möchten wir mit Ihnen nun noch etwas versüßen. Ich freue mich ganz außerordentlich, einen aufgehenden Stern am musikalischen Firmament unserer großen Nation präsentieren zu dürfen. Zinaida Lokovna Petrova. Eine Pianistin nicht nur von ausdrucksstarker Eloquenz und großem Geschick, sondern auch von tiefer Emotionalität. Sie studierte am Konservatorium Moskau und mit uns nun drei Stücke russischer Künstler spielen. Rachmaninow, Tschaikowski und Schostakowitsch. Danach machen wir eine kleine Pause. Sie können sich noch etwas verköstigen. Dann ist es auch schon fast Mitternacht. Und wir werden das neue Jahr 1975 mit Champagner, schließlich sind wir in Frankreich, und einem kleinen Feuerwerk begrüßen. Hat er gerade Zinaida Petrova gesagt? Ja, haben Sie sie schon einmal spielen gehört? Schon viele Male. Und nun, viel Vergnügen. Ich bitte um einen großen Applaus für Zinaida Lokovna Petrova. Danke, dass Sie gekommen sind. Okay. Ach, da. Alles gut. Danke, dass Sie gekommen sind, Zinaida Lokovna. Ach, Musik belebt unsere trockene diplomatische Arbeit. Es freut mich, dass es Ihnen gefällt, Botschafter Parschin. Wie hätte ich eine solche Einladung auch ausschlagen können? Oh, manche Angebote sind tatsächlich sehr reizvoll. Das kann ich verstehen. Frankreich verwöhnt uns auf unserer kleinen kommunistischen Insel hier. Bleiben Sie noch ein Weilchen. Den Jahreswechsel werde ich mir nicht entgehen lassen. Ich fühle mich allerdings etwas erschöpft. Die Reise, das Konzert. Ich wäre froh um etwas frische Luft, bevor ich nachher weiterspiele. Aber sicher. Auf der anderen Seite des Saales ist ein kleiner Balkon. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Bitteschön. Von hier haben Sie einen wunderbaren Blick auf die Stadt. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Rest des Jahres. Danke, das wünsche ich Ihnen auch, Genosse Parschin.
Es schneit wieder. Ja, darin unterscheidet sich Paris wohl nicht von Moskau. Vielleicht ist das ja der Kalte Krieg. Etwas wärmer ist es ja allerdings schon. Ein wundervolles Konzert. Rachmaninow, sehr bewegend. Danke, es war nicht perfekt. Im ersten Satz musste ich leicht improvisieren. Das ist mir nicht aufgefallen. Zum Glück, sonst dürfte ich hier nicht auftreten. Im Schnee wirkt alles viel kleiner, friedlicher. All diese Leute da draußen warten auf das neue Jahr. Hätten Sie vielleicht Feuer? Ja, bitte. Was ist denn so lustig? Du erkennst mich wirklich nicht wieder. Nein, woher? Wahrheit oder Pflicht, Sinaida Lukowna? Das kann doch nicht... Julian Sidorowitsch? Janja? Du hast dich kein bisschen verändert, Sina. Du schon, der Bart. Du siehst älter aus. Janja, ich kann's nicht glauben. Und du lässt mich hier im Dunkeln, wer du bist. Wie geht es dir? Was machst du in Paris? Wohnst du noch in Moskau? Es ist eine solche Ewigkeit her. Ich bin gestern angekommen, zusammen mit der Reisegruppe. Das Ehepaar, die Frolovs, du scheinst sie zu kennen. Sie haben mir erzählt, du wärst auf dem gleichen Flug gewesen wie wir. Und als ich dich spielen hörte, wusste ich, dass du es bist. Stimmt, ich saß gestern neben den beiden. Ich weiß nicht, wie ich Verinkas Redeschwall überlebt habe. Wenn ich die zwei hineinbitten dürfte, es ist gleich Mitternacht. Oh, ich muss ja gleich wieder auf die Bühne. Wir kommen sofort. Und ich muss bald wieder los. Ich werde abgeholt. Aber sehen wir uns morgen auf der Rundfahrt? Bis wann bist du hier? Mein Rückflug geht am Samstag. Auf jeden Fall. Wir sehen uns. Bis morgen, Janja. 5, 4, 3, 2, 1. Ein frohes neues Jahr! Das neue Jahr, da ist es, 1975. Lasst uns feiern, lasst uns tanzen. Ja, das für den Anfang ganz nett, die Figuren und so, da ist schon viel Schönes dabei. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Also wir sind dabei, das Ganze noch etwas auszubauen und zu entwickeln. Wir haben da auch schon einige Ideen, wie wir da weitermachen möchten. Ich wollte Sie fragen, haben Sie vielleicht schon einen Verdacht, in welche Richtung es gehen könnte? Stadt der Lügen, sagten Sie, ist der Titel. Ja. Und wir befinden uns in der russischen Botschaft. Zwei alte Freunde, die sich zufällig wieder treffen. Ich glaube, der Zufall ist kein Zufall. Sie meinen, die zwei kennen sich schon und wurden dahin beordert, oder? Nun, ich könnte mir da verschiedene Szenarien vorstellen, wenn wir uns im kitschigen Bereich bewegen. Vielleicht sind beide noch unverheiratet, zum Unwillen ihrer Eltern jeweils. Genau. Wer weiß. Und einer der zwei hat ein Geheimnis, ein dunkles Geheimnis. Aha. Jetzt genau. Wird's interessant. Es hat mit Curling zu tun. Curling. Sinaida ist heimlich eine Curling-Weltmeisterschaftsanwärterin und sie ist da, um das französische Nationalteam auszuspionieren. Aber was hat das mit Locken zu tun? Mit Locken? Oder ist das, ach, Curling? Varinka Frolov, sagen Sie, nach dem Konzertabend und nach dem Sightseeing, interessieren Sie sich eigentlich auch für sportliche Events? Ja, natürlich. Aber immer. Sehen Sie, ich bin nämlich auch ein großer Sportfan. Und ich habe gehört, dass die französische Mannschaft im, ich glaube, es heißt Eisstockschießen oder so ähnlich, es geht jedenfalls darauf zurück, ein Spiel absolviert. Darf ich Sie fragen, ob Sie und Ihr Mann mich vielleicht dorthin begleiten möchten?
Ich gehe davon aus, dass mein Mann davon sehr begeistert sein wird, oder Bogdascha? Auf jeden Fall. Ach, sehr schön. Da sollten wir unbedingt mal hingehen. Wann geht's denn los? Wann geht es denn los? Das sollte morgen Abend, ich glaube, gegen 19 Uhr losgehen. Da sollten wir von der Stadtrundfahrt doch wieder zurück sein. Ich würde es schon begrüßen, wenn Sie auch den KGB-Offizier vielleicht zuerst um Rat fragen würden, wenn Sie solche Entscheidungen treffen. Verzeihung, Genosse Sorokin. Ich dachte, ich verhalte mich unauffällig, wenn ich alles erst vorher mit Ihnen abspreche. Schöpfen die anderen doch Verdacht. Da haben Sie recht, Genossin. Ja, ja. Ich finde, das sind Ihre Zustimmung. Wenn ich mit anderen da bin, dann kann ich mich viel unauffälliger umsehen. Haben Sie denn die Bombe in dem Curling-Eisen dabei? Also ich habe das dabei, was mir überreicht wurde, als ich in Moskau ins Flugzeug stieg. Sie müssen nur auf den Knopf drücken. Auf den Knopf? Ja. Der rote? Ja. Der rote Knopf. Wunderbar. Und nicht den weißen. Der weiße. Von einem Weißen hat der Mann mir nichts erzählt, der mir den Sack gegeben hat. Drücken Sie einfach auf den roten Knopf, dann ist alles gut. Und lassen Sie es vorher los. Vielleicht sollte ich das jemand anders machen lassen. Genosse Sorokin, dieser... Halt. Wer rennt denn hier so mit wedelnden Armen durch die Botschaft? Wen haben wir denn da? Ach, Sie sind's. Aber Sie mit Ihren zarten Fingern, wie können Sie denn so schwere Dinge tragen? Wie, warten Sie, ich helfe Ihnen. Geben Sie es mir doch bitte. Ach, das ist aber ganz, ganz, ganz reizend von Ihnen. Aber was ist das denn? Ein Einschlag, wie schön. Sie frönen dieser wunderbaren sportlichen Betätigung? Natürlich nicht. Als Pianistin muss ich auf meine Hände achten. Ja, mein alter Jugendfreund Janja, den ich zufällig hier wieder getroffen habe, der ist ein großer Sportfan. Sie kennen ihn? Genosse Botschafter, darf ich Ihnen das abnehmen? Aber gerne, natürlich, bitte. Aus Kindertagen, Janja, jetzt erklär mir doch, woher wir uns kennen. Also es ist so, aus Kindertagen kennen wir uns und wir sind eigentlich beide große Curling-Fans und da kommt uns dieses Event natürlich sehr entgegen. Warten Sie mal, Bediensteter, leuchtet da etwas an diesem Ding? Einen Moment, ich schaue einmal. Also ja, das Oleg, liegt kannst daran, du mal kurz hier... Botschafter Paschen, wenn ich das kurz... Ich weiß nicht, wie Sie mit der Sportart vertraut sind, aber es findet ja auf dem Eis statt. Und das würde im Sonnenlicht ja wegschmelzen, was die Sportart behindert. Deswegen werden die Turniere in der Regel nach Sonnenuntergang in der Dunkelheit ausgetragen. Und damit die Sportler und Sportlerinnen sehen können, was sie tun, sind da kleine Lämpchen angebracht an den Sportgeräten. Das ist ja wunderbar. Also russische Technologie. Hochmodern. Russische Technologie? Ja, ja. Von uns? Das unsere? Ist, ja, ja. Ja, ja. Janja, mein Freund Warum Janja. Warum weiß ich davon nichts? Russische Technologie, Exportschlager und ich weiß davon nichts. Janja, du warst doch in der Entwicklung beteiligt. Kann ich nicht arbeiten? Ja, natürlich. Ich bin Maschineningenieur. Aha. Wollen Sie sich dann dieses leuchtende Objekt einmal ansehen? Ein leuchtendes Objekt? Was genau meint er mit leuchtendes Objekt? Ja, schauen Sie. Einen Moment, Oleg. Ein bisschen viel Technik für ein so simples Sportgerät. Verdunisieren. Was ist... Du kennst dich mit Technik, du kannst das viel besser erklären. Ja. Ich muss noch kurz was mit Genosse Sorokin besprechen. Genosse Sorokin? Wir müssen uns aus dem Staub machen, Sie wittern schon was. In ein paar Sekunden werden Sie den Alarm lösen. Gibt es hier einen Hinterausgang? Ich kenne mich im Gebäude nicht aus. Was sollen Sie jetzt mit der Tasche? Sie haben es entdeckt. Oh mein Gott. Nein, wir müssen hier raus. Oh nein. Wie hoch ist der Balkon? Kommen wir da runter? Ich nichts. Da ist eine große Schneewehe. Ich habe einen Plan B. Ich habe einen Plan B. Einen Moment. Da kommt es schon. Da oben. Wenn Sie bitte den Raum verlassen. In so eine Klapperkiste steige ich nicht bitte ein. Sie da springen. No! Wir haben es verpasst. Ist das ein Hubschrauber? Also unsere Silvesterfeiern waren auch schon mal beruhigender, muss ich sagen. Ein bisschen viel Aufregung fürs neue Jahr, aber gut, gehen wir zu Bett. Und sie hat ihr Klavier vergessen. Ja, wir sind die Geschichtenkapsel. Wir scheitern, gloriös. Das ganze Hörspiel Stadt der Lügen ist ein bisschen länger als 90 Minuten und findet
draußen noch Flyer auf dem Tisch. Wenn euch das interessiert, dann hört doch mal rein. Wir haben auch über 100 andere Hörspiele und verschiedene Produktionen. Wir suchen immer Sprechende, Schreibende, Produzierende, Geräuschemachende und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ansprecht. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.